Ich möchte euch heute ein Review geben über das Griffin Aereo Sport Armband für das iPhone 4 bzw. iPhone 4S. Das ist das gute Stück, das liegt hier vor mir und ich selber hatte das Problem, dass ich oft laufen gehe und einfach was wollte, dass ich mein iPhone nicht immer in die Hosentasche stecken wollte, weil das baumelt dann immer am Bein so rum und das ist beim Joggen gehen einfach nicht so das Schöne. Deswegen habe ich mir über Amazon dieses Armband besorgt. Bei der Firma Griffin dachte ich mir, kann ich nicht so viel falsch machen. Das würde auch im Großen und Ganzen total bestätigt bei diesem Armband. Es kommt in einer Kunstlederausführung hier. Ein ja, ein etwas flexibles Band dann aus Textil. Die Vorderseite ist etwas ja, aufgeraut, weil da der Klettverschluss gleich mithalten muss, der hier am Ende ist. Die Rückseite ist ein, ja, ein Stoff, der hier so ein Fußballnoppenmuster hat. Das liegt einfach daran, dass dieses Muster ist, dass das nicht so auf der Haut ja, hin und her rutscht oder auf der Kleidung. Also da ist ein Stück Widerstand. Hier schön eingearbeitet für die Finger, das Griffin-Logo zum Anfassen, zum Abkleben. Und hier, das finde ich auch sehr schön bei diesem Klettverschluss, ist hier diese kleine Kante drin, wo man einfach mit dem Fingernagel sehr schön leicht runterkommen kann, um das dann ja vom Arm, Oberarm zu lösen. Dies ist die Tasche. Vorne mit einer ja, stabileren Folie. Ihr seht hier schon, die Folie wirkt irgendwie etwas drüber und das ist auch meine Erfahrung. Also so richtig schöne Durchsicht hat man dadurch nicht. Sie ist auch teilweise schon ein bisschen angeraut. Aber ich muss sagen, warum will man jetzt am Oberarm während des Laufens schöne Durchsicht haben, ist nicht so nötig. Also mein Runkeeper-Programm, also dass man einen Lauf trackt, das kann man ohne Probleme bedienen. iPod auch. Man muss ja jetzt nicht irgendwie Bilder auswerten, die man mit einem iPhone geschossen hat. Deswegen ist es kein Problem. In dieser Folie nochmal der Schriftzug des Modells und dann noch die Pflegehinweise, dass man es gerne mit der Hand waschen kann. Und nicht bügeln sollte und was weiß ich auch alles, das könnt ihr euch ansehen. Oberfläche ist sehr schön verarbeitet, ist kein Naturstoff, sondern Textil- oder Synthetikstoff. Ist echt schön vernäht an den Nähten. Hochwertig, würde ich wirklich sagen, ist einfach Griffin-Qualität, die man so gut kennt. Ansonsten, jetzt geht's weiter. Rückseite, da ist einmal dieser Einschubfach für das iPhone. Das kann ich jetzt leider nicht reinschieben, denn ich mache das Video mit meinem iPhone. Und dann noch ein kleines Fächlein. Und da kann man zum Beispiel einen Schlüssel reinstecken von der Wohnung oder vom Briefkasten und im Briefkasten dann seinen Wohnungsschlüssel positionieren. Man kann da kreativ sein. Oder ein bisschen Kleingeld, wenn man danach noch zum Bäcker muss. Das ist eigentlich ganz praktisch, aber hier passen wirklich nur flache Sachen rein. Und in die iPhone-Tasche passt wirklich nur das iPhone rein. Das heißt, ich kann nicht das iPhone mit den Apple Pumper zum Beispiel dort reinstecken oder das iPhone mit einer anderen Schutztasche. Das ist wirklich sehr knapp bemessen, muss auch meines Erachtens so sein, einfach daher, weil das iPhone ja nicht rausfallen soll und das soll stabil sein. Insgesamt muss ich sagen, dass diese Tasche mich überzeugt. Ein kleines Manko gibt es dafür, dass der Display nicht so durchsichtig ist und dass ich mir vielleicht gewünscht hätte, dass ich eine Tasche hätte, wo ich mein iPhone-Bumper mit reinstecken kann. Aber das kann ich jetzt schlecht als negative Sache aufwerten, weil ich trage einen Bumper an mein iPhone, aber vielleicht ihr nicht. Und deswegen ist es euch total egal. Und deswegen möchte ich das nicht negativ machen. Wenn ich das bewerten würde, würde ich wirklich eine 2 bis 1 geben. Es ist schön verarbeitet, es ist eine gute Qualität, ein guter Preis. Um die 16 bis 20 Euro kostet es bei Amazon. Ich habe unten einen Link reingemacht und das kann man nur empfehlen. Ich besitze das jetzt seit einer Woche. Beim Laufen muss ich sagen, dass das nicht verrutscht, dass es für Oberarme ganz okay ist. Aber ich muss sagen, ich habe mittelmäßige Oberarme. Ich kann euch jetzt keinen Umfang geben. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn jemand von euch pumpen geht ins Fitnessstudio, dann hat er eventuell mit dieser Armlänge Probleme. Also bei mir ist es irgendwie manchmal ein bisschen knapp. Aber ich denke, der Otto Läufer oder der Typ, der auf dem Bau schuftet und deswegen auch ein bisschen kräftigere Oberarme hat, der kommt damit auch komplett klar. Aber wenn ihr jetzt den übelsten Bizeps habt oder wie man das auch immer nennt, dann ist das vielleicht nichts für euch. Aber ansonsten ist es echt gut. Und das iPhone ist aufgeräumt. Ihr habt hier oben sozusagen durch den Schlitz, tut man dann noch mit die, ja, eure Kopfhörer rausnehmen. Also steckt man dann direkt rein, gibt es also keinen extra Ausgang, kein Gefriemel irgendwie wie bei anderen Taschen, sondern das kann man echt sehr schnell rein und rausstecken. Daher in der Praxis nicht durchgefallen und eine Kaufempfehlung.